KC-Sponsorenrunde, diesmal bei den Stadtwerken aus Klagenfurt. Die sind Partner seit über 80 Jahren der Rotjacken und jetzt treffen wir gleich den Vorstand Erwin Smolle. Ja, und von draußen nach drinnen, und da ist ja der Vorstand, einmal danke für die Zeit. Sehr gerne. Die Stadtwerke kennt man, oder ich kenne es zumindest, vom Bus ganz sicher, und ich kenne es auch vom Strom, aber ich gehört, das Portfolio von euch ist ja, ja viel, viel größer. Das ist nur ein kleiner Teil. Wir sind eigentlich für die komplette Energieversorgung in Klagenfurt zuständig, neben Strom für die Gasversorgung, für die Fernwärmeversorgung. Dann haben wir ein berühmtes Thema, das ist Freizeit mit dem Hallen- und Strandbad in Klagenfurt. Kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie in Klagenfurt einmal groß geworden ist. Minimum. Und geht dann weiter bis zum Bogen Glasfaser. Wir sind ja ganz stark im Ausbau von Glasfaser in Klagenfurt. Und dann gibt es noch ein Thema, ein emotionales Thema, Bestattung. Wir sind die Nummer 2 in Österreich mittlerweile. Und ganz zum Schluss auch noch Plakate. Also der Bogen ist wirklich groß. Das wissen, glaube ich, ja viele gar nicht. Jetzt habe ich Glasfaser gehört. Gibt es da schon irgendwie ein Projekt, was du geplant ist? Also wir sind ja jetzt schon in Klagenfurt mit Glasfaser präsent, hauptsächlich für Firmenkunden, und werden jetzt in den nächsten Jahren wirklich die Haushalte mit Glasfaser, das ist echtes Breitband, sukzessive anschließen. Technologische Aufrüstung von Klagenfurt sozusagen, aber dann kann wirklich jeder KC im Stream mit perfekten Bildern sehen. Mit richtiger Geschwindigkeit. Mit richtiger Geschwindigkeit. Und Fernwärme ist mir auch noch hängen geblieben. Mhm. Gibt es natürlich auch immer das große Problem, wie ökologisch ist das Ganze und wie abhängig ist man natürlich auch von Erdgas? Ja, also wir sind in Klagenfurt in einer glücklichen Situation. Unsere Fernwärme ist zu über 90% mittlerweile ökologisch. Das heißt, wird mit Biomasse erzeugt, und nur zu Spitzentagen im Winter, wo es wirklich extrem kalt ist, brauchen wir noch Erdgas. Und bei der aktuellen Krise sind wir froh, dass wir so wenig brauchen, und werden uns auch darauf einstellen, dass wir noch weniger verwenden werden in der Zukunft. Wir haben ja heute schon ein bisschen gescherzt, weil die Sicht in Klagenfurt, wenn nicht der Nebel gerade einmal da ist, ist so gut, weil ihr mit der Fernwärme sehr ökologisch natürlich dann auch heizt. Also wir sind technologisch im Moment auf einem Stand, wo beim Kraftwerk überhaupt nichts mehr rauskommt, und der letzte Rest vom Rauch wird über eine Wärmepumpe noch einmal zusätzlich wird die Wärme gewonnen. Also da raucht nirgends mehr raus, und damit ist der Nebel ganz sicher nicht von uns. Also unsichtbare Fernwärme. Auffällig war er heuer der Meisterbus, und das war natürlich auch ein sehr gelungenes Projekt. Ja, der Meisterbus, wir waren 2019 beim letzten Mal oder vorletzten Mal, wie KC Meister geworden ist, bei der Überlegung, wie gibt es eigentlich zusätzlich ein Geschenk, das präsenter ist. Und so sind wir, nachdem wir auch Busbetreiber in Klagenfurt sind, auf die Idee gekommen, den Meisterbus ein ganzes Jahr fahren zu lassen. Und wir haben es natürlich auch strategisch gemacht, am Vormittag eher auf den Schulrouten, im Sommer auf der Route zum Strandbad. Das haben wir auch gesehen vom Feedback, das ist sehr gut angekommen, nicht nur beim KC, sondern bei sehr vielen Klagenfurtern, weil sie einfach präsent waren dadurch mit dem KC. Ich habe da ganz viele Fotos gesehen auf Instagram mit Selfies von den Fans. Selber auch was gemacht? Ja, selbstverständlich. Ich meine, da muss man, ist ja auch ein gewisser Stolz dabei, wenn sowas dann in Klagenfurt eigentlich herumfährt. Und natürlich das eine oder andere Selfie. Wenn man spaziert und den Bus sieht, freut man sich trotzdem doch. Also was ich noch gesehen habe, auch natürlich viel auf Social Media, viel von euren Benefits, habt ihr eigentlich direkt an die Kunden weitergegeben, sei es Tickets und so weiter. Also das Sponsoring ist die eine Seite, aber wir bekommen, oder umgekehrt, geben wir so viel als möglich wirklich an die Kunden weiter, ob es jetzt Eintrittskarten sind oder wirklich Treffen mit den Spielern. Da kann man wirklich nur jedem sagen, regelmäßig Instagram schauen, wenn wir so Verlosungen machen, dann geht es das über Social Media. Vielleicht noch zum Abschluss oder abschließend die Verbindung. KC und Stadtwerke, kann man das irgendwie beziffern? Es ist jahrelang, das weiß man. Also man muss wirklich sagen, das Wort Tradition hat hier echte Bedeutung. Diese Kooperation, das ist jetzt über 80 Jahre, 85 Jahre, und wir wissen, dass in Klagenfurt, sobald sich irgendwo am Logo etwas ändert oder andere Logo oder wir sind am anderen Platz, wir bekommen ein Feedback, was ist da los, bleibt ihr als Sponsor erhalten? Also da sehen wir eines, Klagenfurt, KC und Stadtwerke, das ist unweigerlich miteinander auf ewig verbunden. Dann freuen wir uns auf die Ewigkeit gemeinsam mit den Stadtwerken. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön, sehr gerne.